Aber die Obersten kontrollieren nicht jeden Redakteur, das ist schon hierarchisch. Aber vom Kopf her sammelt sich das bei ganz wenigen Personen. Und bei der SPD gibt es dann noch was Besonderes. Es gibt den DDV, Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft, ja, die so Zeitschriften wie Ökotest oder Radio FFN oder die Matzak-Mediengruppe, die wieder viele Tageszeitungen unter sich hat, vereint. Ja, und die ist 100% SPD-Inside, die gehört der SPD. Ja. Und da braucht man sich dann auch nicht mehr fragen. Man fragt sich halt schon, warum Ökotest der SPD gehören muss. Ja. Das sind so Dinge, die gar nicht so bekannt sind. Wenn man eine Zeitschrift Ökotest kauft, weiß man eigentlich nicht, dass das die der SPD gehört. Ja. Und dann wird es schon ein bisschen klarer, warum eine sehr stark einseitige politische Richtung aus diesen ganzen Medien kommt. Ja, weil einfach die Leute dahinter so sind. Interessant ist aber, dass mittlerweile viele Nachrichten, die wir so auch in unterschiedlichsten Medien sehen, gar nicht mehr von den Medien selbst gemacht werden, sondern von Agenturen.